Neuwerts FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk, der Workshop- und Event-Location für Neues. Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de. Welcome to the playground. You think you've seen it all? Neuwerts FM. Ready for transformation? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts FM Transformer Podcast. Heute geht es hoch hinaus, denn wir sprechen mit Frank Jendrusch, unserem Special Guest, über vertikale Städte, die Energiewende und die Stadtentwicklung der Zukunft. Dafür waren wir zu Gast in Hamburg bei Jendrusch Capital bzw. Jendrusch und Partner am Hauptsitz. Und diese Sendung hat sicher ein großes Potenzial für kontroverse Diskussionen. Daher schon mal meine Einladung an euch. Beteiligt euch gerne mit eurer Meinung. Gerne auf neuwerts.fm/transformer/027 in den Shownotes zu dieser Sendung mit euren Kommentaren oder auf dem Social-Media-Kanal eurer Wahl. Und jetzt direkt ab ins Transformer-Interview mit Frank Jendrusch. Insights. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuwerts FM Transformer. Heute sind wir wieder unterwegs und zwar direkt in Hamburg gelandet bei Frank Jendrusch am Firmensitz von Jendrusch und Partner und sitzen hier in einer sehr charmanten Altbauwohnung, vermute ich mal, und haben Zeit auf die nächste gut dreiviertel Stunde uns über das Thema Tower Plans, neue Konzepte für die Energiewende und auch sonst viele visionäre Themen rund um Städteentwicklung und wie werden wir in Zukunft leben zu sprechen. Erstmal, Herr Jendrusch, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ja, danke schön. Eine Freude. Ja, für die, die Sie nicht kennen, wir haben uns kurz kennengelernt im Rahmen des 12 Minutes Ignite Talks. Das heißt, ich habe schon mal 12 Minuten Input plus ein bisschen Q&A von Ihnen gehört. Das war Anlass für das Gespräch heute. Heute wollen wir im Grunde das ein bisschen vertiefen. Und für die, die Sie noch nicht kennen, darf ich Sie kurz ein bisschen vorstellen. Sie haben 1983 angefangen, ein Immobilienunternehmen zu gründen, Jendrusch und Partner, und beschäftigen sich auch als Projektentwickler und als Immobilienunternehmer überwiegend im norddeutschen Raum zum einen, ja, und zum anderen aber extrem global, würde ich sagen, denn die Themen, die Sie als Visionär vorantreiben, beschäftigen sich mit der Frage, ja, der Szenarien, wie leben wir, sich in den 80ern im Grunde schon mit dem Thema beschäftigt, wie leben wir 2030. Da sind wir ja gefühlt fast in Schlagdistanz, von daher vermute ich, es geht heute noch ein bisschen weiter. Wobei das alles Projekte sind der Firma Jendrusch Capital, also ein ganz anderes Unternehmen. Jendrusch und Partner ist ein reines Dienstleistungsunternehmen im Immobilienbereich. Jendrusch Capital macht was ganz anderes. Wir machen Energie und das ist das Globale. Jendrusch Capital ist global, Jendrusch und Partner ist sehr regional. Mhm. Und das Ganze letzten Endes ja mittlerweile als Gruppe hat noch ein paar Projekte mehr. Wir wollen heute sehr stark mal reingucken in das Thema Tower Plans. Ja. Und zum anderen gibt es aber rund um diese Tower Plans, die wir gleich ein bisschen erläutern werden, auch noch weitere Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen. Zwei sind kurz mal zu nennen. Das eine ist Everest. Everest ist im Grunde eine vertikale Fabrikationsstätte für Lebensmittel. Ja. Mit der es gelingen kann, komplette Länder im Grunde autark zu organisieren. Ja. Und auf der anderen Seite Supercell, die sich ja im Fokus mit ökologischer, regenerativer Energieerzeugung beschäftigen. Alles Themen, die damit zu tun haben, was für die Tower Plans ja im Grunde auch benötigt wird. Das ist die Tower Plans Familie. Ne? Die Tower Plans Familie besteht aus drei Sektionen. Das ist einmal Metropolitan, Vertical Cities. Das sind die bewohnten Türme, so wie der Edison Tower, den wir ja schon mal vorgestellt haben. Dann die zweite Stufe ist eben Everest, Vertical Farming. Damit können wir gerade in Ländern mit Wüsten oder in Wüsten Lebensmittel herstellen und große Mengen an Trinkwasser. Und das letzte ist Supercell, was eine reine Fabrikationsstätte von Treibstoffen und Energie ist. Und das in einer Größenordnung, also ein Supercell produziert mehr Energie als ein modernes Atomkraftwerk. Das ist das, was wir als Energiewende bezeichnen.
ist weltweit platzierbar, überall baubar und damit könnte auch zukünftig sich ein Land komplett autark im Markt darstellen, ohne die Abhängigkeit von Erdöl oder Gas. Das ist ja eine ganz große Problematik aus politischen Gründen heute, auch mal unabhängig davon, dass wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen wollen oder von der Atomenergie. Wir versuchen das jetzt vielleicht mal auf die nächsten Minuten ein bisschen auseinanderzunehmen, dass man eine Vorstellung davon hat. Sei kurz darauf hingewiesen, auch zu dieser Sendung gibt es Shownotes, wo Links und Videos eingebunden sind. Und zwar unter anderem zum Edison Tower. Da würde ich gerne mal einsteigen, wenn Sie... Ja, sehr gerne. Das finden Sie übrigens alles unter towerplans.com. Das ist so die Übersichtsplattform und dann finden Sie auch einiges noch auf YouTube. Da gibt es dann Darstellungen, es gibt auch einen Trailer zum Edison Tower, wo Sie den bemerken. Der Edison Tower ist ja mein Prototyp, den ich mal entworfen habe. Als mir die Vision und Idee kam, einer vertikalen Stadt, die energetisch ein Kraftwerk ist und die sich selber mit Energie versorgt und mehr Energie produziert, als sie es verbraucht. Das ist quasi ja Tower Plan, das ist die Idee. Und der Edison Tower war damals das erste von mir durchgeführte Projekt in der Planung, wie es gestaltet ist, wie die Formen, Größen und Proportionen sind. Und das ist quasi in der Nacht geboren worden, als ich die Intuition hatte, mir meinen Feind zum Freund zu machen. Weil ich hatte große Probleme bei den Vertical Cities, die ich geplant habe, mit der Größe und Höhe der Gebäude und der Windlast, die darauf lastet. Weil so Hochhäuser sind sehr empfindlich, was Winddruck oder Böen oder Stürme betrifft. Und mein großes Problem war eben der Wind. Das kann man alles regeln. Das hatte ich auch geregelt damals in energetischer Form. Nur das war dann wiederum mein Problem, weil die Gebäude generell, also Hochhäuser brauchen generell sehr viel Energie. Und dann noch zusätzlich ein System, was den Turm noch gerade hält, das rutschte mir dann immer mehr in die Unwirtschaftlichkeit und da habe ich dann dieses Problem erkannt und dann kam eben die Lösung in Form der Überlegung, den Wind, der ein Problem ist, nicht ab- oder umzulenken, sondern einzuleiten in ein Aufwindkraftwerk, was immer zentral oder an den Kanten der Gebäude, ich habe ja 40 verschiedene Modelle entworfen und damit war dann quasi die Idee geboren, diese große Fläche und das große Gebilde eines Mega-Hochhauses energetisch zu nutzen durch die Umwelteinflüsse. Das war letztendlich, das war 1989, die Grundidee, die zu der Entwicklung Tower Plans geführt hat. Wissen Sie noch, was 1989 das höchste Haus der Welt war, da seinerzeit? Ja, 1989 war das höchste Gebäude der Welt. Da haben diese scheiß Taliban das noch nicht. Das World Trade Center war damals das höchste Gebäude. Wir haben heute aktuell, nur damit man mal die Dimensionen hat, ne, den Burj Khalifa in Dubai mit, ich glaube, 828 Metern wird er angegeben. Ich habe damals mal die Baustelle besuchen dürfen und heute, wenn man davor steht, ist also. Wir reden, nur um die Dimensionen klar zu machen, zu dem, was Sie mit dem Edison Tower schon als Konzept im Grunde entwickelt haben. Der Burj Khalifa als heute höchster Skyscraper der Welt mit 828 Metern. Sie sagen, dass Sie in der Lage wären, Mega-Skyscraper zu bauen, die doppelt so hoch sein können. Ja, doppelt so hoch und natürlich von der Fläche her deutlich größer, weil ich habe keine Skyscraper entworfen, sondern ich habe vertikale Städte entworfen. Das ist ja meine Studie, die ich für 2030 angefertigt habe, damals in Ende der 80er Jahre und das sind deutlich mehr Nutzflächen. Das sind ja intakte selbstständige Kleinstädte in vertikaler Form. Also die sind mit dem Burj Khalifa wenig vergleichbar und dann eben das Ganze auch noch energetisch. Das ist schwer vergleichbar. Es gibt ja demnächst ein Gebäude, das wird gerade gebaut in Saudi-Arabien, passenderweise von der Familie Bin Laden. Das ist der Kingdom Tower in Jeddah. Der wird über 1000 Meter hoch sein. Und das ist aber, wie gesagt, ich hatte das ja bei 12 Minutes schon gesagt, das sind Prestigeobjekte. Klar. Die sind eigentlich weniger gebaut worden, um der Stadt einen Nutzen
zu bringen, als dass man eben gerne ein sehr hohes Gebäude, eine Signalwirkung haben möchte. Und die Erfahrung beim Burj Khalifa ist auch so, dass das letztendlich ein Todesgebäude ist. Das ist so gut wie nicht bewohnt. Ich glaube, 13% der Kapazität ist bewohnt. Der Rest steht leer. Ist verkauft. Also da sind keine Leerstände, sondern da ist einfach kein Mensch. Das sind eben reiche Inder oder Pakistanis oder Jordanier, die da ihre Wohnung gekauft haben. Das ist eine Kapitalanlage und die werden einfach nicht bewohnt. Ich bleibe mal bei diesem Begriff vertikale Städte. So, wenn wir beim Edison Tower nur mal von den Dimensionen, soweit ich das halt gelesen habe, könnte er, wie gesagt, bis zu 1600 Meter hoch sein. Vor den vor Manhattan Island jetzt mal strategisch platziert. Ja, der Edison Tower ist 1200 Meter hoch und hat eine Viertelmillion Quadratmeter Nutzfläche. 1600 Meter. Das ist die Größe, die der von uns höchste Tower, den wir entworfen haben, hat, und zwar der Green Dragon für Beijing. Mhm. Sie können zu Ihrer Information physikalisch deutlich höher bauen. Also Sie können 6 Kilometer hoch bauen. Da ist dann allerdings die Frage, ob das Sinn macht. Und da Kosten-Nutzen ist da ein großes Problem, weil je höher Sie bauen, umso teurer wird das. Also das sind dann Dimensionen, wo, glaube ich, wir beide es nicht mehr erleben werden, dass sowas gebaut wird. Aber generell sind wir bei Tower Plans immer in einer Höhe 1000 Meter plus. Das liegt daran, wir kriegen die Hauptenergie, ziehen wir aus unserem Aufwindkraftwerk. Mhm. Und Aufwindkraftwerke haben die höchste Effizienz bei 1000 Metern plus. Mhm. Ja. Für die Nicht-Physiker unter uns. Ja. So, Sie haben schon gesagt, mein Feind oder jetzt vielleicht Freund der Wind. Ja, das ist unser Freund, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also wo entstehen diese Aufwinde? Ja, das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Letztendlich ist es ganz simpel zu erklären. Stellen Sie sich vor, ein Hochhaus, was im Wind steht, ist ähnlich wie ein Segel. Und also es fängt den Wind ein und darum ist eben die moderne Architektur heute so, auch beim Burj Khalifa können Sie das sehr schön sehen, dass die Architekten sehen, dass sie den Wind ums Gebäude rumleiten und versuchen möglichst ihn wirbelfrei abzuleiten. Das heißt, im Windschatten entsteht ein Vakuum und dieses Vakuum sorgt für Vibrationen im Gebäude und das muss unterbrochen werden. Das ist das generelle Problem bei Wind und Hochhäusern und der Wind nimmt je Höhe zu. Also wir haben oben mehr Wind als unten und wir haben eben ich habe das Konzept komplett umgedreht. Ich habe gesagt, wir nehmen den Wind, weil Wind ist Energie, alles ist Energie, wir nutzen sie nur zu wenig und wir leiten also den Wind nicht um, sondern lenken ihn zentral in ein Aufwindkraftwerk oder in 2 oder 3, es gibt Towerplans mit 5 Aufwindkraftwerken und setzen diesen Wind, diese Energie in elektrischen Strom um. Wir wandeln. Das ist das Prinzip. Und ein Aufwindkraftwerk ist nichts anderes als ein Kaminprinzip, also physikalisch. Jetzt ist es ja so, dass das nicht die einzige Energiequelle ist, die Sie nutzen in den Konzepten, sondern es gibt noch 2 weitere, die so ein Konzept ausmachen. Ja, es gibt sogar noch diverse mehr. Es gibt aber 2 hauptsächliche mehr noch. Das ist einmal die Photovoltaiktechnik, das ist die Sonnenenergie. Wir haben bei den Gebäuden, die ja sehr groß sind und der Edison Tower zum Beispiel hat 1 Million Quadratmeter Glas, die Sonnenenergie, die auffällt und auftrifft. Und wir müssen diese Gebäude sowieso sonnenschützen. Das heißt, wir müssen die Innenräume vor UVA und Infrarotstrahlung schützen. UVA ist das, was die Sonne hat. Das sind die Probleme, die Sie in der Wohnung vielleicht schon mal gesehen haben. Es sind die Strahlen, die Materialien zerstören, zersetzen. Teppiche, Vorhänge, Bilder, alles, Möbel. Und die Infrarotstrahlung, das ist die, die ein Gebäude aufwärmt, wenn die Sonne drauf steht. Das ist der Grund, warum es dann innen drin so wunderbar warm ist und warum solche Hochhäuser klimatisiert werden müssen. Diese Form von Sonnenschutz, der haben wir etwas beigemischt. Das ist eine Sache, die wir gerade mit Schüco zusammen entwickeln, und zwar photovoltaikaktive Folien bzw. Beschichtung. Das ist im Effekt so, dass die gesamte Glasfassade aktiv ist, wir 20% der Energie daraus ziehen, wie Sie sie aus den normalen Sonnenkollektoren kennen. Das, was man so auf dem Dach hat oder was wir auf dem Garten stehen haben. Und wir kriegen 20% dieser Energie. Die ist bei so einer großen Fläche enorm. Zumal das System wirkt morgens von der Dämmerung bis zum Abendgrauen und nachts wiederum aktiv ist durch die Innenbeleuchtung. Also sie sind sehr sensibel.
Und dadurch haben wir quasi eine 24-stündige Ausbeute. Und die dritte Quelle? Das ist die Geothermie. Wir haben bei Hochhäusern sind Energiefresser. 83% der Energie für Hochhäuser brauchen wir allein nur für die Klimatisierung. Das heißt die Kühlung oder die Erwärmung, heiß Wasser, Luft. Und das könnten wir natürlich mit elektrischem Strom regeln. Aber der ist ja so kostbar, dass wir diesen gerne ins Netz der Stadt speisen möchten, also verkaufen wollen. Und darum werden wir geothermische Energie nutzen, um daraus Wärme und Kälte zu machen. Dazu gibt es dann noch die umweltbedingte nahenliegende Energie, nämlich das ist das Grundwasser. Wir machen also eine sogenannte Betonkernaktivierung, weil wir sehr tief gründen müssen. Das heißt, unsere Gebäude stehen im Grundwasser. Das Grundwasser ist weltweit immer so 10 bis 12 Grad, warm oder kalt. Und das lässt sich wunderbar nutzen, um Flächen zu wärmen oder zu kühlen. Und des Weiteren verbauen wir gerade, das ist allerdings ganz neu, weil das Patent ist gerade von unserem Partner Herrn Fiesmann gekauft worden. Das ist ein deutsches Patent auch. Das ist ein sogenannter Eisspeicher. Ein Eisspeicher im Gebäude ermöglicht es, im Sommer das Gebäude zu kühlen und mit einem minimalen Energieaufwand das dafür notwendige Eis im Winter zu bilden. Und das ist, es funktioniert wirklich mit minimalen Energien und mit einer sensationellen hohen Effizienz. Der Trick dabei ist ein physikalisches Gesetz, was derjenige, der es hat patentieren lassen, erkannt hat. Sie haben bei der Wechselwirkung zwischen flüssigem und gefrorenem Wasser, das ist 0 Grad minus bis 0 Grad plus, eine Wechselwirkung, die, also wenn das Wasser taut oder gefriert, das sind 84 Kilowatt Leistung, die da entstehen. Und die nutzen wir und die machen wir uns zunutze mit ganz minimaler Energieeinsatzleistung. Und das ist super effektiv, ist ökologisch und wir können mit Trinkwasser arbeiten, wir können das Wasser danach recyceln. Es geht also nichts verloren. Es wird nur ganz viel Energie gewonnen. Gibt es eigentlich Einzelteile davon schon irgendwo alles, in anderen Gebäuden? Selbstverständlich. Wissen Sie, ich habe ja im Grunde genommen nicht das Rad neu erfunden, sondern es gibt alles einzeln. Ich habe auch nicht das entworfen. Ich habe weder das Aufwindkraftwerk erfunden, noch habe ich die Photovoltaiktechnik erfunden, noch habe ich die Geothermie erfunden. Wir arbeiten da mit den größten Instituten oder Unternehmen der Welt zusammen. Das sind alles erfahrene, bewährte Techniken. Ich habe die nur anders zusammengestellt. Mhm. Das ist der Trick bei Tower Plants. Ich bin anders rangegangen und habe verschiedene bewährte Systeme kombiniert. Aber das, also meine Erfindung ist der Tower Plant, aber die Wirkungsweisen, die Umsetzungsweisen der energetischen Gewinnung, das ist nicht von mir. Das habe ich mit großem Staunen und mit großer Bewunderung mir angesehen und habe festgestellt, dass das sehr geeignet ist in einem Paket, um eben eine vertikale Stadt zu bauen, die anschließend mehr Energie produziert, als sie verbraucht. Es gibt ja so dieses wunderbare Prinzip der Cross-Innovation, also Dinge zu kombinieren, die es vielleicht einzeln schon gibt, aber eben nicht in der Form. Das treiben Sie ja noch ein bisschen weiter. Also wenn wir schon bei deutschen Unternehmen sind, die hier ja auch als Technologieführer mit eingebunden sind, es gibt die Firma Thyssen Krupp, die das Thema einer, Fahrstühle unter anderem bedient. Eine ganz tolle Partnerschaft. Thyssen Krupp, muss ich sagen, das ist eine ganz große Freude. Das Unternehmen ist hervorragend geführt, hat sensationelle Mitarbeiter, also die sind sowas von kompetent und das Unternehmen ist innovativ und ist in der Ausführung, also sprich Verarbeitung, in der gesamten Industrieleistung, also mein Wunschpartner, weil es ist perfekt, es gibt nichts auszusetzen und vor allen Dingen das Unternehmen ist so innovativ, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einer Idee auf diesen Konzern zuzugehen. Und wir darüber gemeinsam nachgedacht haben mit dem Ergebnis, dass der Konzern gesagt hat, okay, Ihre Idee ist uns vertraut, wir sehen da auch eine Zukunft und wir bauen das jetzt, wir machen das. Und so ist mein alter Traum eines schwebenden Fahrstuhles in die Realität gekommen. Ich habe schon in den 80er Jahren gedacht, was horizontal funktioniert, geht auch vertikal. Stichwort Magnetschwebe. Ja, ich dachte da, das, was ja Hamburg erfolgreich politisch vergeigt hat, den Transrapid. Jetzt kriegen wir den Transrapid im Elbsegel, aber in anderer Form, nämlich in vertikaler Form. Also unsere Fahrstühle, die schweben. Wir werden auch im Elbsegel ein Excel verbauen.
Excel ist auch ein ThyssenKrupp-Patent. Das ist ein People-Mover, das ist ein Laufband, was aber während der Fahrt beschleunigt. Es ist sensationell. Ich habe es jetzt gerade in Spanien gesehen. Ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, weil das ist eine perfekte Technik, die super funktioniert. Und diese endlosen Fahrten auf den Laufbändern, die Sie ja vielleicht von Flughäfen kennen, endlich mal beschleunigt, weil das System beschleunigt sehr schnell und bremst hinten wieder ab. Und so kann das System 6000 Menschen pro Stunde transportieren. Und wir bauen den Excel ein in Verbindung zwischen dem Tower und der U- und S-Bahn-Station, die gebaut wird. Das heißt, innerhalb dieser vertikalen Städte bewegt man sich, also vertikal, in entsprechenden Skylifts. Ja, Skylifts. So ist also Fahrstühle. Heißen unsere Fahrstühle, ja. Da passen dann wahrscheinlich deutlich mehr rein, als man das so normal Ja, kennt. Auch wenn Sie Skylifts gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben kleine Kabinen, wir haben dann die großen Kabinen, die doppelstöckig sind, die unsere Lobby, Main Lobby mit den Sky Lobbys verbinden. Wir haben ja ein Verkehrsverbundsystem in den Hochhäusern. Wenn Sie diese vertikalen Städte funktionieren wie eine Kleinstadt. Also sie haben richtig ein Verkehrssystem, wo sie auch umsteigen können oder je nachdem müssen. Und da wird der Skylift zum Einsatz kommen. Und wir werden in den großen Modellen, werden wir mit einer Fahrt 200 Personen transportieren können, aber in doppelstöckig. Jetzt mal so am Beispiel Edison Tower, um nochmal, weil wir den schon beschrieben haben, von der Größendimension zu kommen. Wie viele Menschen leben in dieser vertikalen Stadt? Ich habe Ihnen übrigens eine falsche Zahl gesagt, weil 250.000 Menschen leben drin. Die Quadratmeterzahl ist 2.500.000. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihnen etwas Falsches gesagt. 250.000 Menschen ungefähr würden im Edison Tower leben, arbeiten, wohnen. Also ein Viertel Hamburg, oder? Hamburg? Nö, Hamburg ist größer. Hamburg hat 1,8 Millionen. Oh, okay. Hamburg ist zwar also eine halbe Hannover. Provinzstadt ist aber sehr groß dafür. Okay, also jetzt, wenn man diese Vorstellung hat und natürlich klar, bei diesen Dimensionen dann auch davon ausgehen muss, man muss diese ganzen Leute halt bewegen. Das heißt, das ist, glaube ich, nochmal klar geworden, innerhalb dieser vertikalen Städte spielt sich im Grunde möglicherweise das ganze Leben als Stadt in der Stadt ab. Ja, also Sie können, um es so auszudrücken, angenommen, Sie möchten jetzt mal eine Woche nicht vor die Tür gehen, dann haben Sie in dem Edison Tower die Gelegenheit, jedes Theaterstück, jeden Film, jedes Restaurant, jedes Ladengeschäft zu besuchen. Sie können Ihre Freunde im Hotel besuchen, die da vielleicht wohnen. Sie können im Edison Tower arbeiten, wenn da Ihr Arbeitgeber sitzt. Sie haben die Möglichkeit von Freizeitgestaltung. Das heißt, Sie können in einem Park sitzen, Sie können schwimmen gehen, Sie können im Grunde genommen, Sie können Sport machen. Sie haben eigentlich alle Möglichkeiten, wie Sie es auch in einer normalen Stadt haben, im Angebot in einem geschlossenen System. Mhm. Und das ist der Hintergrund und die Überlegung einer Vertical City. Jetzt kann ich mir vorstellen, da man ja dann doch einen ganz erheblichen Platz Bedarf hat, selbst wenn man natürlich sehr hoch baut. Aber wenn man jetzt natürlich überlegt, wo kann so ein Projekt überhaupt entstehen als Stadt in der Stadt, dann das ist eine könnte gute ich Frage. Mir gut vorstellen, dass wir natürlich weniger über die grüne Wiese reden, so irgendwo im No Man's Land, sondern es gibt natürlich dann Konzepte. Beijing haben Sie angesprochen, wir haben über Manhattan gesprochen, wo es allerdings dann sozusagen vorgelagert wäre. Es gibt in Hamburg sozusagen einen mit dem Elbsegel einen entsprechenden Vorstoß, ein deutlich kleiner dimensioniertes Projekt für Hamburg, ja, das aber immer noch gigantisches ist ja zu machen. Ist ja ein Baby. Mit, glaube ich, 290 Metern Höhe geplant. Ja. Aber es sind ja trotzdem eben Städte in der Stadt. Wie reagieren denn die Städte darauf und wo kann man das überhaupt sinnvoll also machen? Also das Elbsegel ist keine Vertical City. Das Elbhaus ist, wenn Sie so wollen, ein energetisches Hochhaus, welches mehr Energie produziert, saubere Energie, als es verbraucht. Man kann das Elbsegel nicht als Tower Plant, also von der Technik her bezeichnen, aber nicht letztendlich von der Größe her, weil es keine vertikale Stadt ist. Aber Sie haben natürlich völlig recht, vertikale Städte wie die Dimension des Edison Towers, die habe ich damals bewusst auf Governance Island gesetzt. Ich habe damals mal, ich glaube in den 80er Jahren, in der New York Times gelesen, der Staat New York wollte die Insel verkaufen. Und das war die Idee. Das habe ich einfach nicht vergessen. In Hongkong zum Beispiel, wir produzieren gerade die Planung des The Fountain. Das ist eine Vertical City mit 1100 Metern Höhe. Die werden wir in die Bay of Hongkong setzen wollen, also laut Planung, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wäre eine Aufschüttung, eine Landgewinnung, weil das ist sehr wohl, Sie haben völlig recht, eine Frage, wo kriegt man solche großen Grund,
Stücke und solche großen Gebäude untergebracht. Abbruch ist immer eine Lösung, aber letztendlich nicht die elegante. Also wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, wo wir sie unterbringen. Unser größtes Projekt ist Star City in der Bay of Tokyo. Und da sind wir auch direkt ins Wasser gegangen, also Tokio vorgelagert. Tokio hat eine sehr flache, große Bucht, ist direkt ins Wasser gegangen, weil in Tokio gibt es keine Bauplätze. Und Mumbai ebenfalls, das ist auch eine Aufschüttung vorgelagert zwischen Innenstadt und Flughafen. Also ich habe mir schon Bauplätze angesehen. In Guangzhou habe ich ein Viertel entdeckt, das man abreißen müsste, womit die Chinesen generell kein Problem haben. Und so haben wir in den verschiedenen Städten so unsere Bauplätze gefunden. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Tower Plans nicht mit Investoren verhandeln, sondern jeweils immer mit Regierungen, weil die müssen das wünschen, wollen und die werden das dann auch ermöglichen, dass wir einen Bauplatz haben. Ne? Das geht auf privater Ebene schlecht. Das geht eigentlich nur auf institutioneller Ebene, also mit den Governments. Die Regierung, über die wir hier so reden, ne, wenn man mal sagt, okay, es gibt den Versuch im Moment, durchaus ja kontrovers diskutiert, ihr in Hamburg mal ein, sag mal, eine Miniaturausgabe, wenn man das so sagen kann, für diese gigantischen Türme ja sozusagen im Rahmen des Elbsegelprojektes zu platzieren. Aber ansonsten sind wir dann schnell natürlich deutlich außerhalb von Zentraleuropa. Ja, ja. Das Elbsegel ist entstanden, weil ich und mein Unternehmen in Hamburg sitzen und mir Hamburg sehr am Herzen liegt, weil ich liebe Hamburg. Und das ist eben ein vorgegebener Bauplatz für Hochhäuser, allerdings nicht in der Dimension. Die Stadt hatte andere Vorstellungen. Und so ist die Idee entstanden. Tower Plans selber ist nie für Europa geplant worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe auch Nordamerika nicht als unseren Markt. Unser Markt ist ganz eindeutig der asiatisch-pazifische Raum und in diesem Raum gibt es auch Gespräche. Mhm. Und USA halte ich für, ehrlich gesagt, weniger denkbar. Wissen Sie, ich habe das 1989 entworfen, den Edison Tower. Als alter New York-Fan habe ich natürlich an die erste Stadt, an meine Lieblingsstadt gedacht. Heute würde ich sagen, obwohl mir gerade jetzt der Vorsitzende der internationalen Architektengemeinde der Welt mitgeteilt hat in einem Gespräch, dass die davon ausgehen, dass sich die Großstädte weltweit alle verdoppeln werden, inklusive New York. Also ein irrsinniger Flächenbedarf. Da würde das dann schon wieder logisch werden. Aber ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, wir werden in Asien sehr erfolgreich sein. Und da sehe ich auch den großen Platzbedarf, weil die Städte werden sich verdreifachen in 10 Jahren. Ne? Also ich glaube auch, das ist, wenn man so ein bisschen die Diskussion sieht, dann wird das eben sehr häufig auch erstmal aus einer deutschen Brille diskutiert und unter Städteentwicklungskonzepten, so wie man sie hier hat und so weiter. Ja. Ist, glaube ich, klar, wo das kollidiert. Im asiatischen Raum mag das einfach ganz anders aussehen. Meine Frage wäre ja so ein bisschen, was glauben Sie denn, wo wir das erste Tower Plant sozusagen der Welt sehen werden? Da werden Sie lachen wiederum. Das ist auch wiederum ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. So wie es jetzt aussieht, ich meine, davon sind viele Sachen abhängig oder so, aber real könnte ich mir wirklich den ersten, und zwar eigentlich die nicht echte Version, sondern die Mini-Version in Hamburg vorstellen, weil in Hamburg wird das Sinn machen. Hamburg hat ja gerade ein internationales Highlight erfolgreich vergeigt. Dafür schäme ich mich heute noch, aber gut. Und das Elbsegel wäre das mit Abstand modernste Wohnhochhaus in ganz Europa. Vielleicht hat Hamburg ja Lust auf so ein Highlight, ich weiß es nicht. Wir sind auch nicht abhängig davon, ob das Elbsegel gebaut wird oder nicht. Wissen Sie, mein Glück hängt davon nicht ab. Also das ist eher im Interesse der Stadt als in unserem. Und es ist nur einfach entstanden aus einer Idee heraus. Es ist sehr plastisch geworden, es macht Sinn, es ist ästhetisch, es ist schön. Es würde da perfekt hinpassen. Ich werde nicht derjenige sein, der das zu entscheiden hat. Das wird die Stadt Hamburg und die Hamburger Bürger entscheiden. Nur das könnte von der, wenn Sie mich so fragen, von der Wahrscheinlichkeit her, witzigerweise das erste sein, was umgesetzt wird, was gebaut wird. Weil die anderen Gespräche, die wir führen, das sind andere Zeiträume als die, in der das Elbsegel umsetzbar wäre. Also beim Elbsegel ganz grob, wir liegen so im 5-Jahres-Bereich. Mhm. Ne? Also in 5 Jahren wäre das machbar. Ne? Gut, ich meine, das ist vielleicht dann in der Modernität und der Konzepte, die zum Einsatz kommen, tatsächlich ein Hochhaus einer neuen Dimension. Aber wie Sie schon gesagt haben, im Grunde nur
keine vertikale Stadt. Nee. Also da reden wir noch über aber ein einzelnes Gebäude. Aber das technische Konzept eines Tower Plans, das heißt also im Zentrum des Hochhauses befindet sich ein großes Aufwindkraftwerk. Wir haben wiederum geothermische Energie, wir haben Eisspeicher, wir haben Photovoltaiktechnik. Also das also alle drei Konzepte alle, Energieformen ja, genau. laufen schon mal zusammen. Nur eben das in einer eingedampften Mini-Version. Mhm. Dafür aber in einer besonderen Qualität. Sie müssen sich vorstellen, die Bürger, die im Elbsegel, sollte es gebaut werden, wohnen würden, würden keine Kosten mehr haben für Strom und für Energie. Das heißt, der Strom, den sie verbrauchen, die Heizung und die Klimatisierung, das ist komplementary für unsere Bewohner. Jetzt komme ich mal so ein bisschen zu dem, können wir ruhig beim Elbsegel, glaube ich, bleiben, weil es ist dann nur eine andere Dimension, aber das gleiche Szenario. Mal angenommen, so ein Projekt steht jetzt wirklich konkret an. So, dann würde mich ja zwei Dinge interessieren. Zum einen, da es sowas in der Form noch nicht gibt und man das ja auch noch nicht woanders schon sehen kann, haben wir natürlich gerade in Deutschland mit Großprojekten so unsere Probleme. Ganz egal, ob wir jetzt über den Stuttgarter Bahnhof oder auch hier, Hamburg hat ja schon ein Gebäude, was erstmal fertig werden muss, die Elbphilharmonie beispielsweise hat. Und wir haben sowieso natürlich zunehmenderweise einen öffentlichen Diskurs über diese Frage, was ist hier die richtige Richtung? So. Und nun wird natürlich so ein Projekt, wie das Elbsegel es sein würde, immer sehr stark erstmal in den Kontext von vielleicht Gigantomanie und größer, höher, weitergebaut. Wissen Sie, können Sie sich daran erinnern, also aus der Geschichte, wissen Sie, wenn eins garantiert ist, dann ist es die Unwissenheit und die Dummheit von Menschen. Und das ist nun mal leider so. Und ich sage mal ein Beispiel. Als damals die Eisenbahn gebaut wurde, haben die Menschen Angst davor gehabt. Die haben gedacht, um Gottes Willen, diese Beschleunigung und so. Wir werden ja versaftet. Ne? Und also Sie haben völlig recht. Und den Transrapid haben wir erst gar nicht gebaut, war wieder viel zu innovativ, viel zu modern. So, die ganzen Sachen werden ja meistens in Deutschland entworfen und entwickelt und dann woanders gebaut. Aber wissen Sie, da möchte ich mich eigentlich gar nicht weiter zu äußern, weil wissen Sie, wenn wir dem nachgeben, würden wir heute noch in der Höhle sitzen. Also wissen Sie, das begrenzt meine Intuitivität, darüber nachzudenken, da gibt es bei mir einen Super-GAU. Ich möchte gar nicht über diese nicht für mich erklärbare Dummheit nachdenken. Also, es passiert so, wie es will, aber wissen Sie, darüber mache ich mir eigentlich keine großen Gedanken, weil damit ist dann auch die Kreativität beendet. Wenn ich mich in diese Gedanken reinversetzen würde, warum etwas nicht geht, was selbstverständlich geht, natürlich funktioniert das. Ja. Wie viel, sag ich mal, jetzt, wenn man gerade sagt, okay, es könnte aber trotzdem vielleicht sein, dass genau das Projekt vielleicht das erste ist, was dann den Dominostein umwirft, den ersten, sag mal, Tower Plans in der Dimension weltweit umzusetzen, so wie sie das möglich ist und sie sich das in ihrer Vision sozusagen vorstellen, dann könnte ich mir vorstellen, ist es ja trotzdem so, dass man dann sagen muss, selbst wenn die Stadt Hamburg das entscheidet, also sprich, dann haben wir mit der Idee alleine und dem Konzept und den Fakten und den Nachweisen, dass es funktionieren kann und den Auflagen ja noch höchstens die Hälfte der Schlacht geschlagen. Das andere ist wahrscheinlich öffentliche Wahrnehmung, ist Lobbyarbeit, sind halt Dinge an der Stelle. Völlig richtig. Wie wird denn hier, sage ich mal, daran gearbeitet? Was machen Sie dort in diesem Bereich? Wir sind da sehr aktiv. Wir haben eine ganz klare Kampagne, und die wir langsam starten. Und da kümmern wir uns drum. Und das leiten wir. Da gibt es auch sehr viele Ideen. Und nur, wir müssen natürlich erstmal, es gehört sich so, uns da erstmal sehr zurückhalten, weil das Ganze ja noch in einer sehr kontroversen Diskussion ist, was wir auch gewünscht haben. Und wir werden jetzt in dem neuen Jahr das Elbsegel mal vorstellen, so wie es geplant ist. Die Version, die wir in der Presse veröffentlicht haben, ist nicht die geplante, sondern die war, ja, um es offen zu sagen, ein bisschen provokant von den Dimensionen her. Die wahren Dimensionen sind anders. Das Gebäude ist deutlich schlanker und eleganter in den Dimensionen, aber das machen wir dann im neuen Jahr. Und dann sehen wir mal, wie die zweite Runde der Diskussion ist. Also wir finden diese kontroverse Diskussion, in der wir uns befinden, als sehr erfrischend. Es ist sehr interessant, gerade die Kritiken, also es sind überhaupt nur die Kritiken, die interessant sind, weil dass das Ganze toll ist, das wissen wir selber schon lange. Und es war sehr interessant und auch ganz interessant, wie einzelne Bevölkerungsgruppen oder Meinungsträger darauf reagieren. Und
Sehr interessant. Allerdings, wie gesagt, nur für den regionalen Markt Hamburg. Hamburg ist eine sehr provinzielle Stadt und wir können Hamburg nicht vergleichen mit Metropolen. Also sowas wird in einer Stadt wie Hongkong oder Tokio oder so ganz anders diskutiert. Mhm. Das ist ein ganz anderes Niveau. Ja. Wo ist jetzt für diese großen Metropolen, Stand heute, eigentlich die größte Hürde auf dem Weg, so ein Projekt tatsächlich zu realisieren? Sind das heute noch die Kosten? Sind das noch technologische Themen? Nee, das ist eine sehr gute Frage. Nein, es sind nicht die Kosten. Im Gegenteil, wissen Sie, Geld gibt es in solchen Mengen. Also hätten wir so viel zu essen auf der Welt wie Geld, dann wird es vielen Leuten besser gehen. Nein, Geld ist überhaupt gar kein Problem. Das größere Problem haben Sie eben schon angesprochen, das ist der richtige Standort, weil eine Vertical City ist natürlich für alle Bewohner und auch für die Nachbarn am besten aufgehoben in der Mitte einer Stadt, weil da ist eben das Leben am attraktivsten. Jetzt finden Sie natürlich in der Mitte einer Stadt keine Bauplätze. Das ist das größte Problem. Also für diese großen Gebilde einen Bauplatz zu finden, wo man sie hinsetzen kann oder einen zu schaffen. Da sind wir sehr fantasievoll. Das ist eigentlich die größte Hürde. Und die Finanzierbarkeit, die Machbarkeit, das ist sehr nachrangig. Ich würde zum Schluss noch mal gerne so eine kleine Schleife drehen auf das Leben in Zukunft und auch auf die Vorstellung, wenn vertikale Städte tatsächlich entstehen. Und was ich mich so gefragt habe in der Vorbereitung ist, es gibt ja durchaus Ansätze, wo wir auch heute im Grunde Projekte bauen, die in sich geschlossen extrem effizient sind. Also auch da nicht zu weit rein. Es gibt Projekte quasi der Null-Emissions-Städte. Also eins der interessantesten Projekte, die es gibt, entsteht in der Nähe von Abu Dhabi. Ja, also Masdar City. Ich kenne das, ja. So, wo auch die Experten drüber streiten. In Saudi-Arabien entsteht auch eine komplette Stadt an der Küste, genau, in der Nähe von Jeddah, die so rein sauber energetisch, genau, geplant wird. Genau, worauf ich so ein bisschen abhebe, ich nenne das jetzt mal ein bisschen salopp, das sind sozusagen Reißbrettprojekte, die werden wirklich komplett neu geplant, so ähnlich wie das aufgrund des Bedarfs ja bei den, Vertical Cities eigentlich auch so ist. Es gibt so Erfahrungswerte aus der Städteplanung, wenn man jetzt irgendwie hingeht und sagt, okay, was wird so ein Quadratmeter Wohnen in so einer vertikalen Stadt kosten? Das wäre unseriös, sich dazu zu äußern. Ist mir klar, ich will nur als These, es ist ein Neubau, das werden keine Sozialwohnungen sein. So, These. Das ist die Frage, auch die kann man finanzieren. Also, es wird auf jeden Fall teuer und wir gehen ja nicht in diese Geisterstädte, wir gehen ja nicht in diese Ökostädte. Da halte ich gar nichts von. Da möchte ich nicht leben, da will auch kein anderer wohnen. Das werden als Geisterstädte sein, das sind Ideen. Ich rede ja über Städte wie Hongkong, wie Tokio, wie Delhi, wie Mumbai, wie Guangzhou, Beijing oder Shanghai. Da, wo jetzt schon ganz viele Menschen wohnen und auch wohnen wollen. Und da ist natürlich ganz klar die Frage, was kostet der Bauplatz? Und ich sagte Ihnen, wir wollen ja mitten in den Städten bauen und da wird allein der Grund und Boden sehr teuer sein. Dann ist der Bau an sich teuer. Aber ich mache mir da keine Sorgen, wissen Sie. Wir leben ja hier in Deutschland in einer der größten Industrienationen der Welt mit den geringsten Mieten der Welt. Weil, was meinen Sie denn, was Sie in New York oder in London oder in Paris oder in Tokio oder in New Delhi oder in Jakarta oder so für Mieten zahlen? Das, was hier immer so als Mietwucher bezeichnet wird, ist doch lächerlich. Die Mieten liegen hier so im Schnitt bei 10 Euro. Dafür kriegen Sie in New York keine Garage oder keinen Keller. Also da liegen die Quadratmetermieten bei 30 bis 50 Euro. Ne? Und das sind andere Dimensionen. Hier wird ja auf sehr hohem Niveau geklagt. Ich kenne kaum ein Land, was so entwickelt ist wie Deutschland, was so günstig ist. Was ich halt spannend finde, wir werden halt Diskussionen erleben, wenn, und das ist etwas, was ich mir persönlich durchaus wünschen würde, wenn wir das erste Mal über so eine vertikale Stadt tatsächlich auch in der Realität reden können, wenn wir Erfahrungswerte generieren, wenn wir schauen, ob diese Städte in der Lage sind, auch kulturell nicht nur auf dem Reißbrett zu funktionieren mit den Stories, die man häufig hat, also zwischen Hotel und Kino und Entertainment und Arbeit in einem naheliegenden Komplex zu agieren, sondern wie sich dann so ähnlich wie bei Innenstädten auch das Leben in der Mall, integrieren die sich in die Innenstädte, bleibt das lebendig, Leben macht dann sicherlich viel aus. Also da wäre ich drauf gespannt, ob das funktioniert. Und zum
Zum Abschluss habe ich noch so eine Frage. Wir hatten neulich ein Gespräch mit Ricardo Ferrer, der in seiner Zukunftsvision einen, ich sag mal, einen fundamental anderen Gedankenansatz gefahren ist. Da, wo bei Ihnen viel auf Zentralisierung hinausläuft in diesen vertikalen Städten, dann war da der Leitgedanke eher der einer ganz extremen Dezentralisierung. Mm. Also im Grunde die Idee als Alternative, jedes Haus ist ein autarkes Haus. Jedes Haus hat seinen eigenen, sagen wir mal, Sonnenkollektor, seine autonome, vielleicht sogar Grundwasserherstellung. Das ist ein schöner Traum. Wo wollen Sie denn die 2 Milliarden plus unterbringen, die demnächst hier auf diesem Planeten leben? 2 Milliarden Menschen mehr. Meinen Sie, die haben alle ihr ein Familienhaus. Und wo wollen Sie dann anschließend noch den Weizen anpflanzen? Also ich würde ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, ich möchte dem Herrn ja nicht so nahe treten. Das ist ein schön geträumter Blase, die aber schon gerade bei mir eben geplatzt ist. So ist nicht die Zukunft. Ich meine, ich glaube, wir liegen richtig. Ich habe diese Studie für 2030, 1989 gemacht. Und wenn ich meine Zahlen von damals mit den heutigen Zahlen der UN vergleiche, die ja ganz, ganz klare Prognosen herausgegeben hat, dann sind die exakt richtig. Und auch meine Prognose, dass 70% der Bevölkerung in Megametropolen wohnen wird oder will, hat sich absolut bestätigt. Also diese Idee mit dem Reihenhaus und dem Sonnenkollektor auf dem Dach und die Blümchen im Garten und der womöglichen Vergasungsanlage der Abfälle. Wissen Sie, das ist wunderschön, aber so etwas ist so teuer, das können die meisten Menschen sich gar nicht leisten. Weil wenn Sie irgendwas auf diesem Planeten nicht nachdrucken können, das ist ja auch der Grund, warum wir so erfolgreich sind in unserem Immobiliengeschäft, warum wir Betongold den Ausdruck kreiert haben, der ist von mir. Und warum wir Betongold verkaufen ist, Sie können alles auf dieser Welt nachdrucken oder nachmachen oder mehren, aber nicht Grund und Boden. Er ist nicht nachdruckbar, er ist nicht mehrbar. Und Grund und Boden ist so wertvoll und wird immer knapper. Und darum ist so eine Idee mal eben mit 2 Milliarden Erdbewohnern mehr und jeder hat sein Einfamilienhaus im Grün, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, nicht ernst zu nehmen. Wir lassen das mal so stehen. Denn schließlich dient der Podcast hier, so wie wir ihn machen, ja als Inspiration. Ja. Bin gespannt auf die Diskussion, die es auch dazu gibt. Ich würde gerne einladen, wenn man mehr dazu wissen möchte, wenn man mehr zu Ihnen wissen möchte, Herr Jendusch, und zu diesem Projekt. Ja, sehr gerne. Wo würden Sie die Leute hinschicken? Also ganz einfach, wir haben ja eine Webseite, die heißt towerplans.com. Da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie Wünsche oder Fragen haben, Sie können die direkt an uns richten. Das ist vorgesehen, das ist ganz einfach und bitte an alle, Sie sind jederzeit ganz herzlich eingeladen. Sie können auch gerne sehr kontrovers sein, Sie können uns auch gerne sagen, wie furchtbar das Sie alles finden oder wie toll Sie das finden. Wir freuen uns drauf, wir antworten Ihnen auch und wenn Sie Fragen haben, wird es uns eine Freude sein, Sie da aufzuklären und je nachdem, wer Sie sind, werden Sie von uns vielleicht auch eingeladen. Dann können wir da gerne auch ein persönliches Gespräch drüber führen. Selbstverständlich immer gerne. Das ist das Stichwort. Wir bedanken uns erstmal für die Einladung hier, ja, für das Gespräch. Ich danke für Ihren Besuch. Es sind viele, viele Aspekte drin und eins steht mal fest, das Thema Leben in der Zukunft, Energie für die Zukunft und auch die Weiterentwicklung von Städten, das wird uns noch eine Weile beschäftigen und wir werden das hier verfolgen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall erstmal. Dankeschön, hoffentlich mit Freude, weil ich glaube, wir haben alle eine Zukunft, auf die wir uns freuen können. Ich bin da sehr optimistisch. Und ich glaube, viele, viele Sachen werden besser werden, vor allem für viele andere Menschen, die, ich reise sehr viel. Ich sehe leider in Ländern große Probleme und wir leben ja hier auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Und ich würde mich freuen, wenn die Zukunft, gerade was diese Menschen betrifft, große Erleichterung und großen Fortschritt und vor allen Dingen ein Herauskommen aus der doch sehr, sehr, sehr starken Verarmung und des Elendes führen würde, was ich gesehen habe und was wir Menschen wirklich nicht brauchen und haben müssen, weil, wie Sie es eben schon mehrmals ja auch richtig sagten, es ist genug da, es ist ein Verteilungsproblem und ich hoffe, dass der Fortschritt auch damit verbunden ist, dass diese Menschen davon profitieren und nicht nur wir immer höher und größer und luxuriöser bauen, sondern auch die, was zu essen und zu trinken haben. Dann wäre ich glücklich. Dafür brauche ich keine Hochhäuser. Alles klar, perfektes Schlusswort. Dankeschön. Danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Episode in 2015. Ich bedanke mich für eure Zeit. Kommentare, Tweets, Posts und natürlich die vielen Weiterempfehlungen.
Wir hören uns sicher wieder im neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte Weihnachtszeit, erholsame Tage, viel Freude und dann einen perfekten Start für 2016. Ich habe noch einen ganz persönlichen Gruß an dieser Stelle. Liebe Corinna, dir danke ich für eine ganz besondere Erfahrung in diesem Jahr und ich wünsche dir Frieden, wo auch immer du hingehen magst. In diesem Sinne, ciao, ciao und happy transformation.